Ihr seid ein Hart. Nacktsicht, Das klingt nach. Wachertränke können wir jetzt auch alle mal loswerden. 30 Sekunden. No way! Das ist ein gutes Angebot. Alter. Verticken wir hier. Das ist. Mappelmann. Ein. Oh, unser eigener Scump. Den nehmen wir mal mit. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Pleasure to serve me. Oh. Auf Wiedersehen. Jawohl. Na dann, kümmern wir uns mal um den Indaris und Kardinal. In der Senke vom Nibenai. Das Oblivion-Tor des Thema ja schon hier. Hat Son Goku bei mal wieder einen Kamehameha verschossen. Ich bin auf ein Oblivion-Tor gestoßen, das die Landschaft außerhalb der Stadtmauern von Chardinal dominiert. In seiner Nähe scheinen einige wenige Chardinal-Wachen zu patrouillieren. Ich sollte mich einem von ihnen nähern und fragen, ob ich behilflich sein kann. Kann ich das? Ich rate euch, nicht zu nah an das verfluchte Portal heranzugehen. Das verfluchte Portal. Graf Indaris hat uns befohlen, die Stellung zu halten, bis Farvil von diesem verfluchten Oblivion-Tor zurückkehrt. Oblivion-Tor. Neulich sprach ich mit Dezan bei der Magier-Gilde. Noch nie war jemand glücklicher, in der Gilde zu sein. Habt ihr noch nichts von diesen Oblivion-Toren gehört, die sich in ganz Tamriel öffnen? Oblivion-Tor? Nö, bitte sag mir mehr. Da gibt es nicht viel zu sagen. Diese Tore zu anderen Orten. Das ist schwer zu erklären. Ich weiß nicht mal, ob ich es verstehe. Man sagt, sie dienen den Daedra, um unser Land zu überfallen. Es ist quasi wie eine Tür zur Welt, in der sie leben. Hab's selbst noch nicht gesehen und lege auch keinen Wert drauf. So nah an einem dran zu sein, macht mich ganz nervös. Die gute Nachricht ist, dass seit Farvils Hineingehen nichts herausgekommen ist. Wer ist Farvil? Vor zwei Tagen durchschritt Farvil, der Sohn des Grafen Indaris, mit 6 weiteren Männern das Oblivion-Tor. Seitdem haben wir nichts von ihnen gehört. Die braven Männer. Der Graf befürchtet das Schlimmste und hat Wachen aufgestellt, um zu melden, wenn jemand aus dem Tor kommt. Bislang gab es nichts. Nun bietet Graf Indaris jedem eine Belohnung, der seinen Sohn aus dem Tor herausbringt oder ihm seinen Tod bestätigt. Wenn ihr ihn oder den Rest der Ritter des Dornenordens findet, holt sie dort heraus. Der Graf wäre sicher auch zufrieden, wenn einer das Tor schließen könnte. Naja, das ist ein Kombo-Auftrag. Ritter des Dornenordens, wer sind die denn? Ihr seid wohl nicht von hier, was? Die Ritter des Dornenordens sind ein paar Halodris, die sich für echte Ritter halten. Farvil gründete die Gruppe vor ungefähr 2 Jahren. Sie versprechen viel und tun sich wichtig, aber mehr auch nicht. Die echte Arbeit leisten wir, die Stadtwache. Ich möchte ja nicht schlecht über sie reden, da ihnen etwas zugestoßen sein könnte, aber an ihrer Misere ist ihre eigene Prahlerei schuld. Warum wird dieses Verhalten toleriert? Ja, weil der Graf der Vater ist, ne? Es wird toleriert, weil Farvil der Sohn des Grafen ist. Ganz einfach. Er hat den Zaster und die Macht, um es zu organisieren. Die meiste Zeit sitzen sie zechend in der Taverne und erfinden Geschichten von legendären Schlachten gegen übermächtige Feinde, die sie gewonnen haben wollen. Alles Nonsens. Sie übernehmen keine Patrouille und helfen nie, einen der gelegentlichen Banditen in der Stadt zur Strecke zu bringen. Naja, ich habe eh schon zu viel gesagt. Farvil ist ein Dunmer und er trägt eine stählerne Panzerrüstung. Auf seinem Schild solltet ihr das Wappen von Chardinal sehen. Nur das Beste für den Sohn des Grafen. Oblivion-Tor. Es gibt nur einen Weg, das Tor zu entfernen. Geht hinein, sucht den Siegelstein des Tors und nehmt ihn euch. Sobald ihr ihn habt, sollte das Tor sich schließen.
Was? Ihr kehrt sicher und unversehrt dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid. Nie passiert. Wir werden hier bleiben, bis das Tor geschlossen wurde oder etwas daraus erschienen ist. Wir müssen Chardinal vor einem drohenden Angriff warnen. Aminus Gregori. Es sind ihrer 7, einschließlich Fabel. Obwohl sie mir auf den Geist gehen, hoffe ich, dass ihnen nichts passiert ist. Seid vorsichtig. Wer weit? Sprecht bitte mit A. Okay. Na gut. Torwachen. Dann mal rein in die gute Welt. Ich habe das Oblivion-Tor von Chardinal durchschritten und befinde mich nun auf der gefürchteten Ebene von Oblivion selbst. Ich kann das Tor nur dann zerstören und in meine Welt zurückkehren, wenn ich den Siegelstein aus der Zitadelle dieser Ebene erlangen kann. Ich sollte mich jetzt dorthin auf den Weg machen. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Erlangen. Tja. Ripdunmeer, das schon Fabi war. Okay. Irgendwelche Dädra, den ich auf den Kopf schicken kann hier. Blutgras ernten und Spitalstück. Der Turm lauert schon im Hintergrund. Aber noch sind wir zu weit entfernt. Geht auf jeden Fall steil bergab hier. In die Eingeweide. Dup, dup. Nee, lepp ich jetzt nicht mit. Verdammte Axt. Oh, Hexenjägerhelm. Mag die widerstehen? Ja, den nehmen wir mal mit. Ich meine, ich werde ihn wahrscheinlich nicht aufsetzen, weil ich keine schwere Rüstung trage. Aber besser als nichts. Seriously, 40 Goldstücke für einen machlosen Rubin. Ihr seid ja des Wahnsinns. Ein weiterer toter Ritter. Und schon sind wir raus aus den Höhlen. Und weiter auf dem epischen Quest, um Abil zu retten. Falls er überhaupt noch existiert. Alten Clanvieh hier weggebamst. Ich meine, wir können da auch runterjumpen. Ich
mega rebellisch hier. Aber nehmen wir trotzdem hier mal den vorgeschriebenen Weg. Der hier endet. Dr. Würg. $600, yo. Ich bin trotzdem mal kurz interessiert, was da hinten lauert. Einsames Getürme. Bei der Macht von Grayskull. Der Kraft des Grauschädels. Den Preis hier ist der mir viel zu schwer. 30 Goldstücke muss jetzt nicht sein. Ja, 30 Kilo wahrscheinlich oder Pfund oder so. Muss jetzt nicht sein. Gibt's noch da hinten? Wagemutige Ausweichmanöver. Hinten noch ein Scamp. Gleich zum Tor weitergehen sollen. Aber da mich der Erkundungsdrang eher ein bisschen.